Hallihallo Leute, ich grüße euch. Wir sind wieder hier bei Sims. Es tut mir furchtbar leid, dass es gestern keine Folge Sims gab, aber das Ganze liegt daran, ich kriege wohl bald ein Kind und das schaffe ich einfach nicht alleine. Ne? Da brauche ich Future, der mir Händchen hält, wenn es in den Kreißsaal geht. Ich rede von Sims. Das Face, wo jetzt die Leute vom Monitor saßen, so, was? Ja, aber wie gesagt, Namen müssen wir uns auch noch überlegen. Stimmt. Ficken, das hatten wir eigentlich schon vorher vorgehabt. Dieter. Ja. Alter, überleg mal, du willst dein Kind ernsthaft Dieter nennen? Günther. Du bist so einfältig. Wolfgang. Schöne altdeutsche Namen, ja, oder was? Kommt bestimmt bald Peter, wieder. Peter, Friedrich, ja. Georg. Fritz. Kommt bestimmt bald wieder in Mode. Oder nicht? Du kommst auch bald in Mode. Ich bin schon in Mode. Ich bin Mode. Damit das mal klar ist. Ach, shit, ja. Freiberuflerjobs müssen wir noch machen. Bursi. Wach mal auf, um das zu reparieren. Bin ich zur Arbeit? Ja. Ja. Finde ich ja auch so genial, dass, obwohl die schwanger ist, trotzdem arbeiten geht. Das war bei Sims 3, Sims 2 nicht. Ja, ne, Sims passt sich an die moderne Welt. Ja. Früher bist du auch nicht arbeiten gegangen, heute... Da kriegst du auf den Sack, wenn du schwanger nicht arbeiten gehst. Ja, die Welt hat sich verändert. Sie ist so feindlich geworden gegenüber Familie. Da muss auch ein Sims nachziehen. Ja? Das geht natürlich auch an der Videospielbranche nicht vorbei, dass sich was geändert hat auf dieser Welt. Wo du hin musst. Ich halte hier gerade voll den epischen Monolog und du... Wo du hin musst. Ihr kannst ruhig weitermachen, ja, aber... Nee, jetzt der Flow raus. Jetzt ist vorbei. Ich habe wieder meine Cappy auf. Übrigens, ist euch das aufgefallen? Ich bin jetzt Entwicklungschef, ja? Hab seitdem eine Cappy auf. Die Leute, die mich kennen, ich renne eigentlich 24-7 mit einer Cappy rum. Da ist schon eine Parallele bestimmt. Ich bin für was Großes bestimmt. Achso, so nach dem Motto Denkermütz. Ja, ja, doch, doch. Das ist, damit die Gedanken im Kopf bleiben. Ah, du bist so ein schlaues Kerlchen. Ja, absolut. Oh, Bücher. 826. Oh, wir haben bald die 10.000. Und der Kassenschlager heute ist? Alter, du bist konzentriert. Was ist der Kassenschlager? Drei Omas von der Müllhalde. Drei Omas von der Müllhalde. Der geht ab durch ja, das Deckel. Ja, die anderen drei, die musste ich ja so veröffentlichen. Ja. Oh aber mein Gott, wir werden Eltern, das interessiert die Sims mal gar nicht. Aber Granny Porn steht ganz oben. Ja. Schreit nach einer Fortsetzung. Dann sind es 4 Omas von der Müllhalde, oder was? Ja, du lachst. Wir nennen es Ingrids Woche und Klaus, Tagebuch eines Rentnerpärchens im Swingerclub. Boah, Ingrids Woche und Klaus war schon gut, aber tat mir immer leid. Kennt ihr Ingrids Woche und Klaus? Weißt du, was ich jetzt gerade nicht verstehe? Warum ich meine Tasten nicht nutzen kann, zum schneller und langsamer machen? Warum ich das... Manchmal funktioniert es so und manchmal nicht. Dann muss ich es jetzt manuell machen, das finde ich gerade ziemlich nervig. It's a miracle. Alter, wieso ist er so schnell immer wieder diskonzentriert? Das weiß ich nicht. Geh mal duschen, Bursi. Ich kann mir vorstellen, er hat sich ja gerade in der Nähe aufgehalten von diesem Regal, ja? Und da sind ganz viele Sachen, die quasi in der Nähe darauf Einfluss nehmen, dass seine Stimmung konzentriert umschwingt. Oh, warum das denn? Why? Ist hier irgendwas, was böse Aura verursacht? Ich glaube, es liegt einfach nur an seinem Charakter, dass er auf einmal sagt, ja, jetzt ist es soweit. Ja, wegen Merkmal. Because fuck you einfach spontan... Wütend. Wie spontane Selbstentzündung. Auf einmal ist es so. Zack. Spezialrezept zubereiten. Heiße Spaghetti oder heiße Spaghetti. Wir nehmen heiße Spaghetti. Wir nehmen mal heiße Spaghetti. Natürlich die billigsten. Ah, ich bin sauer, jetzt koche ich was. Scheißgeschrank. Zack, zu. Boah, Krawams. So ein Kack hier. Das gucke ich mir jetzt mal an, ob der da jetzt so richtig ausrastet. Ey, guck mal, da hinten läuft der. Aber das kann er, der Bursty hier. Zack, zack. Also das kann er nicht. Das kann er auch nicht. Zick, zack, Finger ab. Komm. Schon und wieder, Bursty, das ne? ist blutige Spaghetti. Ja, blutige Spaghetti eigentlich. So, scheiß mal, drauf, wir lassen echt, die Zwiebeln ne? bleiben ganz. Fuck it. Zack, und auf einmal werden die Zwiebeln rot. Alter. Kloppt er mit dem Löffel in den alten Bottich rein. Ich bin ja mal gespannt. Ob das jetzt gleich seine Laune irgendwie verbessert. Alter. So fange ich alle nächstes Kochen an. So, und jetzt?
zack, auf einmal spawnt sich... Alter! Junge, die, Alter, die Spaghettis brennen einfach. Wie geil ist das denn bitte? Ich hoffe jetzt nicht, dass Bursty stirbt. Ah, ne, jetzt hören sie auf. Und jetzt ist er auch wütend. Oh, mal gucken. Ja, die sind heiß, das ist dir bewusst, ne? Scharf. Wombosi? Ne, esse ich nicht. Ah-ah. Ja, da fehlt Aa drin, in den Spaghettis. Der kommt genauso wie ich, wenn ich Pizza esse. Das erste Stück immer rein damit, direkt die Schnauze verbrannt und danach kein Geschmack mehr. Aber egal, ist was wert. Kennt ihr das? Guck mal, die backen so richtig schön dick. Meinst du, das hat jetzt irgendwie einen Einfluss auf ihn? Nee, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das finde ich aber ganz lustig, dass sie manche Aktionen durchführen können, wenn die halt so ein bestimmtes Level so haben. Also, ne, wie jetzt wütend, dass sie dann auf einmal sowas wie heiße Spaghetti machen kann. Guck mal, jetzt hat er so einen orangenen Balken da unten. Was ist das? Schlechter Nachgeschmack. Ja, moin. Ah, jetzt ist konzentriert. Ja, wegen dem Dekor, was hier irgendwo sein muss. Programmieren üben. Ja, du bist nicht fürs Programmieren da. Räum mal lieber auf. Du bist für Popular... Alter! So. Bursty! Okay, ich räume auf. Nope. Tu es. Nee. Hey, was soll das denn? Ihm ist einfach nicht danach. Oh. Ah, okay, doch. Ah, siehst du, hab ich das Programm Spiele aus. Ich höre jetzt das erste Mal ein Telefon. Nee, Nina Caliente ruft an. Willst du rangehen? Plaudern? Ja, geh mal ran da, denn sie will ja. Ja, la, 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 cha, 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 ja. Ja, 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 cha, cha, cha. Stimmt, Musik ist wieder dran. Meine Güte. Glaube, was ist ein Jingle reden. Eigentlich? Das ist zum Beispiel von RTL. Ah. Da ist er. Hallo, Schätze. Warum kommt sie denn hier hin, ohne ihren Sohn mitzubringen? Ist sie doof? Vielleicht hat sie ja vor... Du weißt schon. Noch eins? Wer weiß? Gibt's zwar nicht, aber... Luina hat heute genau 400. Ja, läuft, ne? Da kann man... Guck mal, wie ekelhaft fett die ist. Wahnsinn. Alter. Richtig deformiert. Gucken wir uns erstmal ein schönes Comedy-Programm an hier. Echt mal. Ja, jetzt steht sie da im Raum und Wie sie alle konzentriert sind da, das ist total geil. Welche Aura ist denn das? Ich kann mir gut vorstellen. War das das, Ich glaube, die Computerteile, oder? Und es muss ja da in der Nähe irgendwo sein. Nein, das ist mein Buch hier. Ja? Mhm. Okay. Die Computerteile, die da auf dem Schrank sind, die sind, glaube ich, auch noch zusätzlich dafür. Das kann sein. Nee, nicht. Das ist für Inspiration. Ah, wie groß ist denn die Inspiriert? Aura? Genau, die ist... Siehst du, die ist das. Ich weiß nur nicht, wie groß diese Auren sind, ne? Ich denke mal so groß, wie halt der, Raum. Wie der Raum halt ist. So, und dadurch, dass das ja ein komplett offener Raum ist. Das könnte sein, ja. Hat verspielt. Auf Arbeit. Nein, ich bin zu Hause, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ja, ne? Na gut, Kindersachen, ja, bald ist es ja soweit, ne? Dann, ja, dann raste ich richtig aus. 10.000. Future hat 624 mitgebracht. Wir haben die 10.000 geknackt! Yay! Wir können eigentlich mal langsam, aber sicher drüber nachdenken über ein Kinderzimmer, ne? Weil bei dir ist es ja jetzt bald soweit. Oh ja, und da haben wir jetzt eigentlich ein gutes Budget für, ne? Ja, wir müssen erst mal warten, ob es Junge oder Mädchen wird. Weißt, dementsprechend wird die Tapete. Dass wir direkt so ein großes Zimmer machen, was in der Mitte quasi so geteilt ist und an eine Mädchen, eine Jungenhälfte. Weißt du, wie ich meine? So stehen auf jeder Seite steht so ein Bettchen und die eine Seite ist halt ja, so stereotypisch knatschrosa, ja, die andere hellblau. Wir kriegen ja keine Zwillinge oder so. Nee, aber vielleicht kriegen wir noch später noch ein neues Kind. Ja, die sollen ja gefälligst eigene Zimmer bekommen. Und irgendwann, wir müssen erstmal überlegen, wo wir vergrößern, eine Treppe hinbauen, dass wir eine Etage nach oben kommen. Also ich persönlich wäre dafür, dass wir, Moment, ich ergreife kurz die Maus, wo ist sie? Da. Dass wir hier so eine Art Treppenhaus, wenn es gibt, mit einer Wendeltreppe machen. Mhm. Und dass wir dann, hier oben ist so ein offenes Karree, was dann hier in den nächsten Flur geht. Und hier kannst du dann noch 1, 2, 3 Räume dran bauen. Und hier vielleicht so einen geilen Balkon oder so obendrauf. Mhm. Ja, oder? Das, also das wäre so das meine bla, bla, bla. Idee. Den Flur quasi vergrößern, dass hier es dann nach oben geht. Ja. Dann kannst du dann dementsprechend hier Flur machen, finde ich auch gut. Dann kann man aber ruhig aus diesem Raum hier machen, zum Beispiel ein Schlafzimmer. Okay. Dann kommt hier dann, wenn hier der Flur ist, ne, siehst du ja, hier dann irgendwie ein größeres Badezimmer hin oder hier so. Und hier dann das andere Kinderzimmer. Und dann wird vorne der Balkon. Ja, ist auch schön. Ja. Finde ich auch nicht schlecht.
Also das ist, glaube ich, nicht schlecht. So. Ja. Und was wir brauchen, ich weiß nicht, ich vermisse die ganzen Sachen so aus Sims 3, so Werkstätte, weißt du, dass du den Roboter gibt bauen es kannst, teilweise. Und so einen Kack, die du dann später verticken kannst. Weil dann würde ich so eine Gartenlaube bauen, weißt du, wo es eine Werkbank gibt, wo du allen möglichen Kram basteln kannst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber es gibt ja teilweise so eine typische Bastler-Gartenlaube, sowas. Schöne Rakete vielleicht? Rakete. Da, verschiedenes. Na, wo waren das denn? Das weiß ich nicht. Ich meine, da würde es... Ist es vielleicht unter... Gib mal einfach stumpf ein bei der Suchleiste, Werkbank. Was ist das denn? Kontrollzentrum. Ja, moin. Das ist ein Dekor einfach nur. Ja, aber du wirst halt, du bist ja kein Astronaut. Gib mal Werkbank ein. Bei der Suchleiste links. Tu es. Da. Schreinertisch. Man kann, also es ist aber nur Qualität der Schreinerarbeit 4, aber das ist, um die Geschicklichkeitsfähigkeit auszubauen. Okay. Naja. Also was, weißt du, wie es damals gab, so. Mhm. Das fand ich total cool irgendwie. Und jetzt ist einfach so auf einen Schlag alles wieder weg. Ja, es ist halt immer wieder bei Sims so, ne? Dass du wieder neu aufbaust. Und dann neu ausgemolken wirst von der Firma. Ja, ein bisschen schrumpft es immer, hm? Yay! So, yay! Bursi heißt, wenn du arbeiten gehst. Ist es soweit dann? Ja. Zeig mal. Ja, also wenn er arbeiten geht, dann hat er alles soweit. Ach cool. Nice. Warum ist der Haken? Ach so, der hat noch nicht die erforderliche Leistung erbracht. Richtig. Aber das klingt ist auch schon. Was geht Alter, jetzt Luina, was ist mit dir? Flambiertes Toast. Aber guck mal, was ich hier für riesige Möbis bekommen habe. Ändern die sich auch deswegen? Ja, ist ja meistens so in der Schwangerschaft. Ja, ich meine bei Sims auch, das ist die Frage. Sieht wohl stark danach aus. Boah, die ist aber richtig. Nicht, dass das Siemlinge werden, bei der... 1000. Bei dem Wampenumfang, wo ist Future? Ach, du schläfst. Na klar. Warum habe ich denn so wenig Spaß? Ja, keine das Ahnung, dein Job macht dir halt keinen Spaß. Kann man halt nichts machen. Was muss ich denn überhaupt machen? Nix. Nur Bücher lesen. Sein. Ja, okay, dann räum das Buch halt nicht weg, dann lese das gleich halt. Die Schlenderen Leblosen. Oh, nennt sich auch Zombies. So kann man es auch umschreiben, die, ja, ne? Die Slenderin. Slenderman-Zombies. Der absolute Hit. Guck mal, mit den zwei Fingerchen. So fängt aber, glaube ich, jeder an, ne? Boah. Was eine Planschko, ohne Flachs. Wie sie so richtig vor sich her schiebt. Ach, guck mal, sie nutzt unseren Büchersessel. Wie cool ist das denn? Hat der nicht auch so eine Special-Fähigkeit eigentlich? Der Sessel? Ich meine ja. Einfach nur Komfort und so ein Spaß. Wie cool, genau so wollte ich das haben, dass sie halt auch diesen Sessel dann nutzen zum Lesen. Ja, und überall bleiben die Bücher liegen. Ei, hey, hey, hey. Oh, das ist behindert, wenn ich die Tasten dafür nicht nutzen kann. Dann? Ja. Ja, weil dann musst du jedes Mal mit der Maus da drauf klicken. Ja, hat sie das Buch jetzt auch ab? Nein, aber der geht's nicht gut, siehst du das nicht? Ja, du musst Pipi und du musst schlafen. Einen Tod muss man sterben. Bei dem Krach, den Börsi macht, kann eh keiner schlafen. Ja, da sind ja nochmal zwei Türen zwischen. Ja, ja. Bam. So. Börsi spielt bis in die Dämmerung. Ne, der muss jetzt auch mal aufhören. Aber er ist konzentriert. Warum wird das denn jetzt, warum ist das nicht... Vielleicht musst du inspiriert sein dafür. Ach so, ja, stimmt. Aber warum? Leuchtet das hier durch? Hast du die Tür etwa nicht zugemacht, Börsi? Das weiß ich nicht. So, ja, dann geht er auch nochmal schnell zum Klöchen. Und legt sich auch zu den Beinen ins Bett. Ja, genau. Nicht. Wäre aber schon lustig. Ja, pflanz dich. Ja, jetzt pennen sie alle. Jetzt können wir Vollgas durchlaufen lassen. Ja, Future ist, glaube ich, der Erste, der aufsteht. Erstmal schön Frühstück machen dann für alle, würde ich sagen, ne? 3 Uhr in der Nacht. Erstmal bist du ziemlich angespannt, mein lieber Scholli. Warum nur? Ach so. Spielen. Doch. My Sims Go. Was? Was denn? Warum das denn? Was hat er denn, warum ist er jetzt wegen der Rose? Vielleicht? Die hat aber keine Aura. Ah, das hier gibt auch Konzentration, ja. Tiger. Das ist auch von dir. Und die ist doppelt aktiviert. Also das ist und das ist aktiviert. Stacked. Also Concentration Stacking. Ja, quasi. Richtig, richtig puppichtig. Ich könnte aber echt mal ein bisschen Frühstück machen für die anderen. Ja. Kokette. Frühstück servieren. Was hättest du denn gern? Was möchtest du machen? Rührei. Rührei?
Ja, leckeres Rührei. Ja, komm, hör zockern auf. Hast genug gespielt. So, ja. Ja, gut. Da kann man uns Zeit lassen. Ich verdiene eh relativ gut aktuell. Würde ich sagen. Alter, überleg mal, du würdest tagtäglich 600 Onken mit nach Hause bringen. Das ist schon geil. Täglich? Okay, an zwei Tagen nicht oder so, weil die haben ja immer noch ein bisschen Urlaub. Boah, das ist schon knackig. 3, 6, 9, 12. Boah, das wären über 14.000 im Monat. Knapp. Entbindung in. So, jetzt ist die Frage, wann platze ich? Wann geht das los? Ja, so wie das aussieht, jede Sekunde, ey. Heftig, oder? Wie das spannt, das T-Shirt. Jetzt stellt sie auf einmal fest, dass sie komisch gehen muss. Oh, das glitzert sogar. Ja. Ausgeteilt. Was merkt ihr denn jetzt? Hier hingehen. Vielleicht bekommt ihr jetzt hier ihr Blach, deswegen? Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen. Ist sie jetzt auf dem Weg zur Entbindung? Keine Ahnung. Mal gucken, wo hier hin ist. Lol. What? Was war das denn für eine Aktion? Ja, frage ich mich auch gerade, ohne Scheiß. Alter. Da habe ich auch gerade auf keinen Mensch hingeklickt und vor allen Dingen läuft die da erstmal hin. Oh, die ist kacke. Guck, wie lange es gedauert hat. Joho! So, Future, du bist konzentriert und musst Pibi. Dann verwenden sie. Bald du legst immer hier die Bücher hin. Du alter Schlingel. Ich? Nein. Ich mach sowas nicht. Also da würde ich mir... Da wird mir im Traum nicht einfallen, irgendwas rumliegen zu lassen. Wir wissen jetzt immer noch nicht, wie es heißt. Irgendeinen coolen Namen. Was mit Phineas für einen Jungen? Nenn einfach Finn, die Kurzform. Finn? Ja. Mit F und Doppel-N? Ja. Sonst wäre es ja französisch. Für Ende. Finn. Achso, ja, es geht ja auch mit PH sein oder können. Fin. Keine Ahnung. Drecksprache. Ups. En détoile. Pussy, Aschen. Bussi, Busbahn, nein, was? Los, Basti, Busbahn. Los, Basti, einsteigen. Dann können wir hier Bücher aufräumen. So. Jawohl. Tu mal was. Immer viel bewegen, damit sich der Muttermund öffnet. Schnelle Mahlzeit essen. Ich dachte, ja, geht's noch? Du hast doch gerade noch vom Muttermund öffnen geredet. Jetzt sollst du nichts essen. Habe ich eigentlich ein Buch angefangen? Nee. Ich habe keins angefangen. Warum? Wofür brauchst du eins? Keine Ahnung. Was lass sie doch jetzt mal sich auf ihr Muttersein konzentrieren. Oder nicht? Dächtel, jawohl. Ich hätte jetzt gerne entspannend gemacht. Ja, genau. Putz mal ein bisschen, Luina. Das ist gut. Das weitet den Muttermund. Entspannt. Entspannt. Aber okay. Future muss in einer Stunde auf Arbeit sein. Na, der Geburt... Was? Heißt, wir werden bald alt? Ich raste aus. Du und Bursti, du? Nein. Ihr werdet in zwei Tagen älter und ich? Nein. Auch. Wir haben alle am selben Tag Geburtstag. Ist das nicht der Hammer? Das kann nicht wahr sein. Dann sind wir fast schon... Was? Ah, du hast die freiberufliche Arbeit geschafft. Ich habe mal eben 1000 für bekommen. Gönnung. Dann werden wir alle steinalt. Oh mein Gott, du bist ja gar nicht mal mit Bursti Best Friends. Ja, wir machen da, arbeiten da gerade drüber. Wir arbeiten da gerade drüber. Ja, das müssen wir mal hier ganz schnell, ne? Definite Way? Das sagt er ständig. Kabuni! So, Luina, was mit dir? Zeit zum Platzen. Wie kann man das denn rausfinden, wann das ist? Er ist mehr als bereit, dieses Kind zu bekommen und hätte es am liebsten schon hinter sich. Ja, das ist jetzt das. Das kann sich auch irgendwie noch auf mehrere Tage schieben. Echt? Was trinkst du da? Kaffee? Milch. Milch ist okay. Kann die nicht irgendwie ihren Frauenarzt anrufen oder so auf dem Handy und sagen, hör mal hier, mach mal Ferndiagnose, wann sie das... Ich meine, wir spielen ja ein Spiel, ne? Nee, glaub nicht. Nein. Junge. Hast du eine Milch jetzt getrunken? Dann trink sie auch, zu Ende. Echt mal. Hey, Urst, grüß dich. Ja, moin, Urst. Bitte ein Baby zu fühlen. Wie geil, über örtliche Jugendbeschwerden. So. Ich gehe jetzt Geld verdienen. Wie sieht's aus bei Le Bursti? Der ist auch bald dran mitarbeiten, ne? Du bist zur Arbeit? Ja, Bursti muss in 5 Stunden los. So, aber anscheinend hat es doch noch nicht geklappt mit der... Was ist das da für ein Zeichen unten links? Wo? Ist schon weg. Boah, todeskonzentriert. Guck mal, die ganzen Balken da unten. Nach Entbindungstermin fragen, ne? Wer fragt sie da jetzt? Sich selbst? Der Bursti fragt mich. Ach so. Und dann wissen wir vielleicht mehr. Und sie guckt jetzt kurz in ihr... Und er sagt jetzt, in ihr Bauchorakel.
Und jetzt? Haben wir jetzt das rausgefunden? Nee. Zeig mal. Skeebs. Wie wäre es, wenn du das jetzt einfach mal kriegst, mal kurz so plopp? Toll. Na gut, aber... Was? Na gut, aber toll. Ja, ich wollte mich eigentlich gerade verabschieden. Ja, du hast... Oh. Und hast du gesehen? Nochmal. Und der Kassenschlag heute, die Omas von der Müllhalde machen aber das Rennen. Dich gefolgt von Brigitte mit der großen Titte. Danke und... Scrotum Fully. Und danke und... It's amazing. It's amazing. Tschüss zusammen.